Guten Tag, hier ist Gregor Höll von Atelier Vision und ich zeige Ihnen jetzt, wie man im Dateimanager Bilder hochlädt. Ist eigentlich ganz einfach. Sie klicken auf das sogenannte Zielverzeichnis. Ich habe hier schon das Verzeichnis Bilder angelegt und wenn man auf das Verzeichnis Bilder klickt, wird es grün markiert und jetzt werden die Bilder, die wir hochladen, in dieses Verzeichnis hochgeladen. Das ist eine ganz wichtige Sache, die Sie sich merken sollen. Falls Sie mal ein Bild hochladen und Sie sehen nach dem Hochladen hier das Bild nicht, haben Sie möglicherweise nicht auf das entsprechende Verzeichnis geklickt, sodass der Dateimanager nicht wusste, wo er die Bilder ablegen soll. Dann erscheint das Bild meistens auf der obersten Ebene. Klicken wir auf das Verzeichnis Bilder, dann gehen wir anschließend auf diesen Menüpunkt Upload. Hier kommen wir zu einem Upload-Menü, bei dem wir 10 Dateien hochladen können. Wir klicken auf Durchsuchen. Ich habe hier schon ein paar Bilder vorbereitet. Ich klicke auf ein Bild und wähle ein weiteres Bild. Klicke auf Öffnen, wähle ein weiteres Bild. Und Sie sehen, um 6 Bilder hochzuladen, muss ich 6-mal klicken. Und jetzt haben wir hier 6 Bilder ausgewählt. Man kann hier auch nochmal die Dateinamen kontrollieren. Und jetzt, wenn ich jetzt auf Upload klicke, werden diese Bilder hochgeladen. Sie sehen hier einen Fortschrittsbalken. Dieser Fortschrittsbalken ist jetzt relativ schnell weg, weil ich habe kleine Bilder hochgeladen. Ich habe eine schnelle Internetverbindung. Falls Sie Bilder direkt aus Ihrer Digitalkamera hochladen, kann es sehr viel länger dauern. Da empfiehlt es sich, diese Bilder vorher runterzurechnen. Sie haben gesehen, so einfach können wir 5, 6 Bilder hochladen. Wenn Sie allerdings mehr Bilder wie 10 Bilder hochladen wollen, können Sie das entweder in 2 Anläufen machen, das heißt, Sie wählen das 2-mal aus, oder aber, ich zeige Ihnen jetzt eine Alternative, Sie können das mit einer ZIP-Datei machen. Dazu lösche ich diese Bilder. Ich klicke mit der Shift-Taste auf alle Bilder. Ich könnte auch hier auf alle auswählen gehen, gehe anschließend auf Löschen und weg sind die Bilder. So, ich habe einen Ordner vorbereitet und in diesem Ordner hatte ich 6 Bilder und diesen Ordner habe ich gezippt. Das heißt, ich habe ein ZIP-Archiv erstellt. Das macht man, indem man mit der rechten Maustaste auf zu Archiv hinzufügen wählt auf einem Windows-Computer oder Ordner komprimieren auf einem Mac. Und jetzt wähle ich mit dieses ZIP-Verzeichnis aus. Und jetzt ist eine ganz wichtige Sache, dieses Archiv muss nach dem Upload entpackt werden. Das heißt, ich darf nicht vergessen, diese Funktion anzuwählen, wenn ich einen Bilderordner, eine ZIP-Datei hochlade. Ich klicke auf Upload, ich warte kurz, das sind 946 Kilobyte, ist auch relativ schnell online. Und jetzt wird dieses Verzeichnis entpackt. Auf dem Mac gibt es hier ein paar seltsame Dateien, die ganz klein sind. Die können wir gerade löschen. Hier hat es noch ein paar mehr. Das liegt am ZIP-Format auf dem Mac. Aber gleichzeitig sehen wir hier die Bilder. Hätte ich 200, 300 Bilder zur Verfügung, kann ich die sehr mühelos auf diese Art und Weise hochladen, ohne dass ich sehr oft auf den Upload Dialog hier klicken muss und das mehrere Stück für Stück durchführen muss. So lädt man auf einfachste Art und Weise mehrfach Bilder hoch.